Willst du von Schandmaul? Komm her und lausche meiner Stimme, ich habe dir was zu erklären. Hörst du das Herz in meiner Brust? Pass auf, ich habe dich gern. Weiß nicht genau, wann es passierte, ein unbeschreiblicher Moment. Ich sah dich an und in mir regte sich ein Gefühl, das brennt. Hielt mich fortan in deiner Nähe, war stets bei dir, wenn Unheil droht. Verscheuchte Schatten und Probleme, hielt wach bis ins Morgenrot. Oh mein Gott! Ich hoffe, ihr habt den Song erkannt. Ich habe ihn höher gesungen offensichtlich, denn ich habe Capo auf den dritten Bund gepackt. Das ist jetzt der gefühlte 100. Versuch, deswegen habe ich es jetzt erstmal einmal angespielt, damit ihr wisst, worum es geht. Ja, ich kenne Schandmaul nicht. Ich habe schon mal irgendwann vor längerer Zeit mal ein Tutorial gemacht und demnach kannte ich auch diesen Song nicht. Er ist eigentlich ganz leicht. Ich habe das jetzt mit einem leichten Zupfmuster gemacht, ist nicht so ganz dem Original entsprechend, aber wenn ihr dazu singt und schöner singt als ich, dann geht's, glaube ich. Ich zeige euch aber gleich auch noch ein anderes Zupfmuster. So, und jetzt fangen wir endlich an. Ihr braucht kein Capodaster, wenn ihr das dem Original entsprechend machen wollt. Es wird aber sehr dunkel gesungen, finde ich. Deswegen habe ich ihn jetzt auf den dritten Bund gemacht. Ja. Und ansonsten brauchen wir jetzt fürs Intro und für die Strophen. Das Intro wird ziemlich lange gespielt, zweimal oder so. Sind aber die gleichen Griffe wie von den Strophen. Das wäre E-Moll. Ich zupfe das mal. E-Moll. Dann E-Moll-Fis. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Den Ringfinger auf der vierten Seite im zweiten Bund gelassen und den Mittelfinger auf die sechste Seite. Und dann zupft ihr halt hier die sechste Seite zuerst. Ich weiß nicht, ob das in E-Moll-Fis ist. So habe ich es jetzt einfach gemacht. Dann braucht ihr hier oben so ein halbes G. Hier unten braucht ihr nichts. Dann ein C. Dann nochmal ein G. Dann leider ein B7. Das ist zweiter Bund gesperrt. Und im vierten Bund greift ihr mit dem kleinen Finger die zweite Seite und mit dem Ringfinger die vierte Seite. Und ich finde den Griff voll ätzend. Und da zupft ihr jetzt... Ja... Was ihr zupft, sage ich euch gleich. Und dann brauchen wir nochmal E-Moll. Und dann nochmal ein C. So, die Strophe geht noch weiter. Jetzt brauchen wir wieder ein G. So ein halbes G reicht immer. Weil ich zupfe hier unten nicht. Die E-Seite, die eigentlich zum G gehört, die zupfe ich nicht mit. Dann brauchen wir ein D. Dann ein E-Moll. C. Wieder ein halbes G hier oben. Dann ein D. Und dann nochmal so ein halbes G. Das war jetzt das letzte G pro Strophe, sag ich mal, und das wird dann doppelt gezupft, also doppelte Länge. Und dann geht es rüber zur nächsten Strophe. Insgesamt haben wir 4 Strophen und dann kommt der Chorus, sag ich mal. Oder Refrain. Wir zupfen, also das leichteste Zupfmuster, finde ich, wäre das hier. Also das allerleichteste wäre einfach nur den Griff runter zu zupfen. Das wäre dann beim E-Moll 5, 4, 3, 2. Beim E-Moll-Fis wäre das 6, 4, 3, 2. Richtig? Ja. 6, 4, 3, 2. Also einfach immer den Griff runterzupfen. Beim G auch 6, 4, 3, 2. Und beim C auch. Das reicht eigentlich schon. Das wäre dann so. Komm her und lausche meiner Stimme. Ich habe dir was zu erklären. Also das wäre die leichteste Methode, das einfach nur runterzuzupfen. Pro Griff einmal runterzupfen. So, die andere Methode, so wie ich das am Anfang gemacht habe, wäre beim E-Moll. Zupft ihr 5, 4,
3, 2. Komm her und lauschen. Okay, das klingt dann ein bisschen anders. 5, 4, 2, 3 beim E-Moll. Beim E-Moll Fis zupft ihr 6, 4, 3, 2. Beim G zupft ihr auch 6, 4, 3, 2. Quatsch, 6, 4, 2, 3. Entschuldigung. Beim C 5, 4, 2, 3. Beim G wieder 6, 4, 2, 3. Dann kommt das B7, das habe ich euch das erklärt? Ja. Ja, habe ich. Dann 5, 4, 2, 3. E-Moll, 5, 4, 2, 3 und C, 5, 4, 2, 3. Also es ist nur beim G und beim E-Moll-Fis, wo ihr die sechste Saite mitnehmt. Okay? Ansonsten fangt ihr immer mit 5 an. Macht das jetzt Sinn? Ich hoffe. Ein etwas schöneres Zupfmuster wäre das hier, aber das geht mir voll schwer von der Hand. Das wäre 5, beim E-Moll jetzt, 5, 4, dann zupft ihr 2 und 3 gleichzeitig und dann nochmal die Saite 3. Also 5, 4, 2 und 3 gleichzeitig und dann nochmal die Saite 3. Das finde ich schöner, aber das ist voll schwer. Also wenn ihr das jetzt eine Stunde übt oder so, dann... Das klingt viel schöner, aber ich habe keine Lust, das jetzt eine Stunde zu üben, ehrlich gesagt. Wenn ihr wollt, dann übt das jetzt. Das geht dann irgendwann in Fleisch und Blut über und dann könnt ihr das, aber... Ihr seht, bei mir klingt das noch ziemlich abgehakt. Das Zupfmuster ist dasselbe, so wie gerade. Nur halt, dass ihr 2, 3 beim ersten Mal gleichzeitig zupft und dann 3 nochmal hinterher. Ich lasse es. Entscheidet selber. Ansonsten nehmt ihr eins von den anderen beiden Zupfmustern, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, verlinkt habe ich euch das hier unten. Es wird immer einmal das Zupfmuster gemacht. Pro Griff. G, D, E-Moll, C, G, D. Und beim letzten G macht ihr das doppelt, also beim G von der Strophe, das letzte G von der Strophe, und da fangt ihr an mit der nächsten. So, ansonsten wird es immer nur einmal gezupft. Komm her und lausche meiner Stimme, ich habe dir was zu erklären. Hörst du das Herz in meiner Brust? Ich habe dich gern. Weiß nicht genau, wann es passierte. Und so weiter und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Refrain: Sieh du Schöne, was ich habe. Da haben wir jetzt E-Moll, C, G, D, E-Moll, C, G, D, E-Moll, A-Moll, C und D, E-Moll, A-Moll, C, D und G. Ich glaube, ich habe die Melodie wieder vergessen. Also der einzige Griff, der jetzt hier zukommt, ist das A-Moll und da zupft ihr genauso wie beim E-Moll. 5, 4, 2, 3. Aber es fängt an mit E-Moll. Sieh du Schöne, was ich habe, willst du diesen Ring von mir? Streif ihn über und dann sage, ja, fortan gehöre ich dir. Oh Gott! Ja, eigentlich ganz easy. Eigentlich brauche ich euch ja nur das Zupfmuster sagen, weil die Griffe stehen hier ja alle. Und es sind eigentlich ja alle Griffe super easy, abgesehen von dem B7. Strummen, wie gesagt, würde ich das nicht.
Ernst, ja Käse. Das ist ein Zupflied. Das müsst ihr leider zupfen. Und ich hoffe, ihr seid kein Plektrum-Zupfer. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Finde ich. Komm her. Ihr könnt jetzt ausschalten. Übt das schöne Zupfmuster, damit ihr das könnt. Übt das blöde B7. Ja. Und übt besser zu singen als ich. Dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Komm her und lausche meiner Stimme. Ich habe dir was zu erklären. Hörst du das Herz in meiner Brust? Pass auf, ich habe dich gern. Weiß nicht genau, wann es passierte. Ein unbeschreiblicher Moment. Ich sah dich an und in mir regte sich ein Gefühl, das brennt. Ups. Hielt mich fortan in deiner Nähe, war stets von... Ups. Ich kann den Text nicht. War stets bei dir, wenn Unheil droht. Verscheuchte Schatten und Probleme hielt wach bis ins Morgenrot. So ging es über viele Jahre in mir, der, ich hasse diesen Griff, Sturm schon schmerzhaft tobt. Schließ dich im Traum in meine Arme, während ich dir Treue gelob. Sieh du Schöne, was ich habe, willst du diesen Ring? Oh Gott, ich glaube, die Melodie ist falsch, oder? Streit ihn hinüber und dann sage ja, fortan gehöre ich dir. Dann wird es viermal. G, C, E-Moll, D. Immer wieder falsch. Sieh du Schöne, was ich habe, willst du diesen Ring von mir? Streif ihn über und dann sage, ja, fortan gehöre ich dir. Ja, übt das länger als ich. Viel Spaß. Adios.